Mit einem Bewegungspark hier an der wahrlich schwer zu erkennenden Wriezner Promenade könnte besagte dann vielleicht auch ihrem Namen gerecht werden. Stichwort Gerechtigkeit. Während die meisten mittelständischen und vor allem viele regionale Betriebe und Unternehmen enorm unter den wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns zu leiden hatten, erlebt der öffentliche Dienst ein Hoch. Deren Arbeitsplätze werden ja bekanntermaßen zum Teil aus Steuern, beispielsweise Gewerbesteuern, refinanziert. Während im letzten Jahr vor allem in den Brandenburger Gastro-, Kultur- und Dienstleistungsbetrieben die Mitarbeiter abhanden gekommen sind, verzeichnete im selben Zeitraum der öffentliche Dienst einen Anstieg um 1.380 Personen auf insgesamt 119.505 Beschäftigte. Gut die Hälfte der im öffentlichen Dienst Beschäftigten arbeitet im Landesdienst, 43,3% bei Gemeinden und Gemeindeverbänden und 6,8% bei den Sozialversicherungsträgern. Etwa jeder Dritte der öffentlich Beschäftigten verfügte über einen Beamtenstatus. Nun wollen wir an dieser Stelle kein Beamten-Mikado spielen, doch über Urlaub kann man ja trotzdem reden. 5 Gründe, warum dir dein Chef mehr Urlaub geben sollte. Er ist doch irgendwie sowieso dabei. Bei etwa 20% der Deutschen liegt der Chef mit auf der Strandmatte, zumindest in Gedanken. Etwa 6,4 Millionen Arbeitsbienen opfern fast 1,5 Stunden pro Urlaubstag für ihre Firma. Und es könnte so einfach sein. In den USA und Kanada wird ein Trend immer beliebter. Unbegrenzt bezahlter Urlaub. Erfahrungsberichte zeigen, so steigt die Produktivität. Die Selbstausbeutung aber irgendwie auch. Dabei hat zu viel Arbeit wirklich negative Folgen. Zu viel Überstunden machen nämlich dumm. Amerikanische Forscher wollen herausgefunden haben, wer dauerhaft mehr als 40 Stunden pro Woche arbeitet, verliert an Intelligenz und Sprachgewandtheit. Dann doch lieber ein bisschen Urlaub, oder? Urlaubsspitzenreiter sind mit 30 gesetzlich geregelten Urlaubstagen im Übrigen die Brasilianer. Deutschland ist mit einem Mindestanspruch von 20 Tagen eher boss-friendly. Dann gleich ganz ohne Chef? Halt, Deutschland will ein Sabbatical machen. Genauer gesagt wollen 43% aller Deutschen für 3 bis 6 Monate weg vom Schreibtisch. Dann heißt es, schön mit Ö. Willst du das wirklich, Chef? Doch wie heißt es so schön, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nahe liegt? Beispielsweise die Ostsee. Aber zurück zum Fernweh. Was glauben Sie, wie viele verschiedene Nationalitäten mittlerweile in Brandenburg eine Heimat gefunden haben? Eine Idee? Nein? Also in Brandenburg leben aktuell 176 verschiedene Nationalitäten zusammen. Die größte Bevölkerungsgruppe sind mit ca. 95% zwar Deutsche, doch dahinter folgen knapp 24.000 Menschen mit polnischer Staatsangehörigkeit und mehr als 17.000 mit syrischer Herkunft. Und diese unterschiedlichen Nationalitäten spiegeln sich natürlich auch im Brandenburger Kulturrahmen wider. Auch Musik ist eines unserer wichtigsten Kulturgüter. Und damit die Musikfans unserer Region nach langer Zeit nun wieder in den Genuss von klangvoller Live-Musik kommen können, wird seitens des Brandenburgischen Musikschulverbandes seit 15. Juni bis September die Sommerkonzertreihe Sound City Open 2021 veranstaltet. Bereits vergangenen Monat, am 26. Juni, fanden sich in der Tonhalle Strausberg Schülerinnen und Schüler aus den Klavier- und Gesangsklassen für das Sommerkonzert Musical und Tastenzauber zusammen und begeisterten das Publikum. Mit dabei waren einige frischgebackene Preisträger des Bundeswettbewerbes Jugend musiziert. Aber hören Sie im Wechsel von Klavier und Musical einfach selbst hinein, wie außergewöhnliche Talente unserer Region trainieren.
man like that is hard to find, but I can't get him off my mind. Ain't it sad? And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. It's too bad. So I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco. And win a fortune in a game, my life would never be the same. Money, 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 always sunny in a rich
auf, endlich hinauf an ihren Strand. Mit ihrem Sand in meiner Hand, was man mir nur genannt, selbst spüren. Ich will's wissen, endlich wissen, ich bin gespannt. Was man oben weiß. Hab viele Fragen, möchte darauf Antwort. Was ist Feuer und wie ist es? Ein Mensch zu
and take me for a hard ride. Burn me out, leave me on the other side. I tell her down her that it's not my friend. I tear her down and tear her down and it's born again. How long, how long would I slide? Separate my side. I don't believe it's bad. It's little my fault, it's all I ever. How long would I slide to separate my side? I don't believe it's bad. It's little my fault, it's all. Nicht nur die musikalische Bildung fördert die Entwicklung des Nachwuchses sichtlich, sondern wichtiger denn je ist auch die digitale Bildung. Die Digitalisierung schreitet weltweit mit großen Schritten voran. Die Schritte im Bildungsbereich hin zu einem medienorientierten Unterricht fallen hingegen hierzulande noch eher zaghaft aus.
Doch das Deutsche Technikmuseum Berlin hat nun ein Projekt realisiert, das definitiv in die richtige Richtung geht. Als Experimentier-, Erlebnis- und Lernort der digitalen Bildung für Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren steht dort nun das Kids DigiLab Berlin offen. In 2 jeweils 40 Quadratmeter großen Räumen können sich Kinder spielerisch und forschend mit den Phänomenen der digitalen vernetzten Welt auseinandersetzen. Sie lernen den verantwortungsbewussten Umgang mit Medien und erwerben zukunftsorientierte Kompetenzen. Gerade jetzt in den Ferien lohnt sich ein Familienbesuch allemal, denn an den Werktagen finden vormittags verschiedene Ferienworkshops statt. Nach den Ferien finden dann mehrmals täglich Vormittagsworkshops für Kita-Kinder und Grundschulklassen statt, nachmittags Angebote für die ergänzende Förderung und Betreuung. Angebote wollen wir Ihnen nun auch unterbreiten, und zwar in der Werbung. Fünf Gründe, warum Urlaub in Dänemark glücklich macht. Dänemark erfreut zum Beispiel Abenteurer. Zugegeben auf den zweiten Blick. Doch 7300 Kilometer Küste an Nord- und Ostsee sind nicht zu verachten. Hier warten Wind und Wetter und Stille. Leise und lecker brutzelt es auch in den Küchen Dänemarks. Neben dem heißgeliebten Hotdog gibt es hier, na klar, Fisch. Im Jahr ist ein Däne übrigens um die 23 Kilogramm Meeresgetier. Ein paar Kilos davon vertilgen Einheimische und Besucher sicherlich auch auswärts. Einige dänische Restaurants gehören nämlich zu den besten der Welt. Apropos guter Geschmack, den haben die Menschen im dänischen Königreich den Deutschen auf alle Fälle voraus. Seit den 50er Jahren sind die Nordeuropäer für ihr elegantes und zeitloses Wohn- und Produktdesign bekannt. Wer das nicht glaubt, kann in etwa 200.000 Ferienhäusern, die meistens an der Küste liegen, gern selbst einmal nachsehen. Hier machen übrigens auch die Dänen gern Urlaub und die sind nachweislich ja die glücklichsten Europäer. Also, nichts wie hin! Nordjütland. Wo Nord- und Ostsee sich bei Grenen vereinen, zeigt sich Dänemark von seiner schönsten Seite. Rau und sanft zugleich. Hier erwarten Besucher einzigartige Naturerlebnisse, kulinarische Spezialitäten und sportliche Herausforderungen. Wer die Ruhe sucht, sollte Læsø einen Besuch abstatten. Die Ostseeinsel ist nicht nur dünn besiedelt, sondern auch Heimat der einzigartigen Tanghäuser. Mindestens genauso idyllisch, an der Nordsee steht der berühmte Leuchtturm von Rubjerg Knude. Hier laden kilometerlange Strände zum Spazierengehen ein. Und weil Seeluft bekanntermaßen hungrig macht, hat die nordjütländische Küche einen ausgezeichneten Ruf. Besonders beliebt Jomfruhummer, Austern aus dem Limfjord und Wildmoosekartoffeln, die in den luftigen Torfböden einen einzigartigen Geschmack entwickeln. Die kulinarische Entdeckungsreise muss nicht in den zahlreichen Restaurants enden. Auf Læsø schöpft man Salz wie im Mittelalter und kann danach den Seehunden beim Sonnenbaden zuschauen. Dank lokalem Bier, selbstgebrauter Schnäpse und regionalem Wein bleibt in Nordjütland außerdem kein Gaumen trocken. Wer dann noch etwas für den süßen Zahn braucht, kommt in einer der vielen Bonbon-Manufakturen wie in Løkken auf seine Kosten. Die Region ist dank ihrer Lage zwischen Nord- und Ostsee auch ein Paradies für Wassersportler. Kiten, Windsurfen und Wellenreiten bieten viel Aktion in toller Naturkulisse. Und wenn Wind und Wellen mal auf sich warten lassen, bietet das Moor, Lille, Wildmoose spannende Wanderungen. Begegnungen mit Wildtieren sind hier nicht ausgeschlossen. Wer es schneller mag, kann zum Beispiel den Slettestrand kilometerweit mit dem Mountainbike entlangfahren. Egal ob Faulenzer oder Action-Junkie, Nordjütland bietet jedem genau das, was er zum Abschalten braucht. Auto Weber GmbH. Ihr Spezialist für Allradautos, SUVs und ab sofort auch für Pickups der Marke Isuzu. Das japanische Traditionsunternehmen Isuzu besticht seit über 100 Jahren und steht für zeitgemäße und kraftvolle japanische Pickup-Modelle wie den neuen D-Max. Mit seinen bis zu 1,1 Tonnen Nutzlast und einer Anhängelast von bis zu 3,5 Tonnen meistert der D-Max alle Herausforderungen. Allradmobilität hat in Ostbrandenburg einen Namen, Auto Weber GmbH, direkt an der B167. Nicht zufällig vertrauen mehr als 1000 Kundinnen und Kunden seit Jahren den Expertisen der Kreativabteilung der Lindenoase. Yes, sir. I give it all up for you. Yes, sir. I give it all up for you. Yes, sir. I give it all up for you.
Nur in der Lendenoase, gleich zweimal in Strausberg. Im Kloster Zeden ist Luxus bezahlbar, denn die 700 Jahre alten historischen Gemäuer warten auf Sie. Als Gast hier im Kloster Zeden genießen Sie Ihren Aufenthalt in einem der 22 historischen Zimmer oder in einem der beiden geräumigen Apartments. Ein Restauranthotel der Extraklasse in der polnischen Neumark. Und vielleicht suchen Sie noch einen Veranstaltungsort für Ihre nächsten Konferenzen und Geschäftsmeetings. Kloster Zeden, moderne in geschichtlicher Baukunst. Genießen Sie inmitten der historischen Atmosphäre ein exklusives Ambiente und tauchen Sie ein in eine Welt der Romantik. Speisen Sie wie einst die Könige, wenn Ihre Gastgeber im mittelalterlichen Kellergewölbe zu Tisch bitten. Wir freuen uns auf Sie. Den wohlverdienten Ruhestand selbstbestimmt und ohne Qualitätsverlust verleben. Im Herzen des Naherholungsgebietes rund um den idyllischen Stienitzsee, direkt in der Berliner Straße 36 in Hennickendorf, auf einem 9500 Quadratmeter großen Areal vor den Toren Strausbergs und Rüdersdorfs. Wo einst die 1890 erbaute Glockengießerei mit ihren vier markanten Türmen die Gegend schmückte, erwartet sie nun eine individuelle Pflegeeinrichtung mit 8 Eigentumswohnungen und insgesamt 63 Pflegeapartments und vielen bedürfnisorientierten Freizeitmöglichkeiten. Das Projekt Wohnen im eigenen Schloss ist keine Alternative zur Pflegebetreuung. Es setzt neue Maßstäbe und ermöglicht generationsübergreifendes Wohnen. Versorgt und behütet durch einen hauseigenen ambulanten Pflegedienst wird hier jeder, ob vital oder mit diagnostizierter Pflegestufe, ein Höchstmaß an Komfort, professioneller Betreuung, Sicherheit und Lebensqualität finden. Jedes Alter ist das Beste für den, der es zu erfüllen versteht. Sichern Sie sich jetzt einen Besichtigungstermin. www.wohnenimeigenenschloss.de. Regel 1: In den Bergen muss man sich aufeinander verlassen können. Regel 2: Auf dem Weg dahin kann man sich auf Traktion und Bodenhaftung eines Subaru verlassen. Jetzt entdecken, wie zuverlässig Sie ein Subaru ans Ziel bringt. Bringt euch dahin, wo ihr noch nie wart. Subaru. Allrad erleben. Auto Weber GmbH, Karl-Marx-Allee 73 in 15320 Neuhardenberg, direkt an der B167. Subaru Weber. www.subaru-weber.de. Unseren Angeboten kann einfach keiner widerstehen. Übrigens, die Hagebar hat auch Wohnungen. It's a beautiful world out there. And just don't pass on the day. 2020 ist Geschichte. Vorhang auf für 2021. If you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. Das beste Premium-TV, die größten Genres. Yes! Jetzt inklusive RTL Crime, RTL Living, Geo und National Geographic Wild. Oh, if you have the will and the moment to spare, it's a beautiful world out there. It's a beautiful world out there. Entscheiden Sie sich jetzt für die gesamte Vielfalt herausragender Premium-Sender. In brillanter HD-Bildqualität. Jetzt 2 Monate gratis testen. Übrigens, zum Schluss habe ich noch einen kleinen Tipp.
Denn auch in diesem Jahr können sich wieder alle Städte und Gemeinden in Deutschland für den Titel Vorlesestadt 2021 bewerben. Und das unabhängig von der Einwohnerzahl und sonstigen regionalen Strukturen. Der Titel wird in den drei Kategorien aktiv, nachhaltig und außergewöhnlich vergeben. Und im letzten Jahr konnten sich Magdeburg, Stralsund und Wiesbaden über die Auszeichnungen freuen. Wer weiß, vielleicht findet sich in diesem Jahr ein Ort aus unserer Region unter den Siegern wieder. Deutschland liest vor. An jedem dritten Freitag im November beteiligen sich mehr als 500.000 Vorleserinnen und Vorleser und ganz viele Kinder an Deutschlands größtem Vorlesefest, dem bundesweiten Vorlesetag. Die gemeinsame Initiative der Stiftung Lesen, der Deutsche Bahn Stiftung und der Wochenzeitung Die Zeit setzt mit diesem Aktionstag seit über 17 Jahren ein Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens. Weil wir genau wissen, dass Vorlesen extrem wichtig ist für die Entwicklung der Kinder. Wir empfehlen jeden Tag mindestens 15 Minuten Vorlesen. Und wenn man sieht, mit welcher Begeisterung die Kinder da sind und da mitgehen, sieht man, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist. Und es werden jedes Jahr mehr und jetzt wird doch langsam ein Movement draus. Der bundesweite Vorlesetag bietet jedes Jahr eine immer größere Zahl von Vorleseaktionen an ganz unterschiedlichen Orten. In Schulen, in Kitas, in Bibliotheken, aber auch in Museen, in Tiergärten oder einfach nur in einer Fußgängerzone. Mitmachen ist ganz einfach. Jeder, der gerne liest und vorliest, wählt eine Geschichte aus und liest sie anderen vor. Und das begeistert Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Auch viele Politikerinnen und Politiker sowie Prominente nehmen am bundesweiten Vorlesetag teil. Selber zwei kleine Kinder und lese ihnen vor. Es gibt ja so Abende, wo man dann selber müde ist und versucht sie dann mit einem Hörspiel zu locken und dann ist gleich so, nee, wollen wir nicht, du sollst was vorlesen. Die Kinder sollen Kontakt zu Büchern haben und man kann nicht früh genug damit anfangen. Vorlesen fördert viele Fähigkeiten und Fertigkeiten bei Kindern. Unsere zahlreichen Vorlesestudien belegen das nachdrücklich. Kinder, denen häufig vorgelesen wird, lernen leichter lesen. Sie entwickeln schneller soziale Kompetenzen und haben eine größere Neugier, eine größere Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem. Wir sehen sehr deutlich, dass das Vorlesen für die Kinder, bevor sie in die Schule kommen, ein Startkapital bringt, das im Grunde sich über die komplette Grundschulzeit hinweg zieht. Wenn dir nie vorgelesen wurde, dann lernst du auch nicht so richtig gut lesen. Und wenn du nicht richtig gut lesen lernst, das ist eine Schlüsseltechnologie, wie man heute sagen würde, dann hast du echt ein Problem. Noch immer lesen ein Drittel aller Eltern in Deutschland nur selten oder gar nicht vor. Deshalb weisen wir mit diesem Aktionstag jedes Jahr aufs Neue nachdrücklich auf die Bedeutung des Vorlesens hin. Wir wollen Begeisterung wecken, damit allen Kindern und Jugendlichen regelmäßig vorgelesen wird. Ja, und das war's für heute von meiner Seite hier aus der Stadt Wriezen, denn wir sind am Ende der Sendung angelangt. Allen Sommerurlaubern unter Ihnen wünsche ich eine erholsame, freie Zeit, um neue Energie zu tanken und auch allen Daheimgebliebenen ein paar schöne Sommertage. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihre Elisa Witte.